Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV mit einem neuen Video aus Stuttgart. Ich begrüße euch. Ja, ihr seht es am Licht. Es ist schon wieder fast dunkel und ich komme gerade von meiner großen Baustellentour und will jetzt noch ein bisschen frische Luft schnappen hier oben auf der Dachterrasse des ITS. Und was liegt da näher als, wie immer, in altbewährter Weise hier oben die Anmoderation des Videos zu machen. Und wenn ich dann nach Hause fahre, dann geht ihr zusammen mit mir auf Baustellenrundgang. Ist es ein Deal? Jawohl, ist es. Gut, schauen wir mal. Dann sehen wir weiter. Wir haben unseren Rundgang einmal im Süden. Ja, da wo die Lichter so schön leuchten. Und ich zoome einmal. Das ist das Planetarium. Neben dem Planetarium fährt gerade eine Stadtbahn. Das gelbe Ding, das ist die neue Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Im Zuge von S21 gebaut, weil die alte Haltestelle hier drüben, da wo die Autos fahren, da irgendwo dem Tiefbahnhof sehr im Weg war. Und das, diese Betonwand, die wir da anschauen, das ist dann jetzt schon der hier dann auf dem Tiefbahnhof obendrauf ein U-Bahn-Tunnel gebaut wurde. Ja, nur mal so am Rande. Und wenn wir jetzt dann noch ein bisschen höher blicken, erblicken wir so ein komisches Gebäude in der Dunkelheit. Das ist das südliche Schwall- und Entrauchungsbauwerk. Merkt euch das, da wollen wir hin, da wollen wir das Video enden lassen. Und das ist gleichzeitig der Beginn oder das Ende der oberirdischen Stuttgart 21 Baustelle. Und wenn ich jetzt den Zoom wieder verändere, dann schaut mal, da ist so ein Fußgängersteg, der ist natürlich temporär. Und darunter, da kann man so eine Ecke erahnen. Das ist der Beginn der Bahnhofshalle. Hier an dieser Ecke beginnt die jetzt dann die Bahnhofshalle. Bis hier haben wir nur Zulauftunnel in offener Bauweise, ganz wichtig. Und dann seht ihr diese weißen Halbmonde überall. Das sind sogenannte Lichtaugen. Und die Lichtaugen, das ist ein Konzept des Architekten, der Inghofen. Der hat sich nämlich da was ausgedacht. Die Bahnhofshalle ist innen nicht nur einfach quadratisch praktisch gut, sondern das Dach besteht aus vielen sogenannten Kelchstützen. Das sind tatsächlich kelchförmige Stützen, die zusammen das Dach bilden. Und in jeder dieser Kelchstützen oder in fast jeder ist ein Lichtauge, durch das Tageslicht in die Bahnhofshalle kommt. Und ja, das ist natürlich vom Entwurf her was Besonderes. Hätte man sicherlich auch günstiger bauen können, keine Frage. Man muss doch sagen, im Jahr 2023, in Zeiten von Energiekrise etc. bla bla, ist ja ein Entwurf, der auf Tageslicht setzt, ja, eigentlich doch ziemlich revolutionär. Ne? Auch 30 Jahre später. So, whatever. Im Vordergrund können wir mal schnell Kelchstützenkunde betreiben. Es gibt nämlich immer drei verschiedene Sorten von den Kelchstützen. In der Mitte sehen wir einen sogenannten Regelkelch. Der ist kreisrund, hat einen Fuß, ja, weil diese Kelchstützen bestehen aus zwei Teilen. Wenn wir hier mal zwischendurch linsen, sieht man das ganz gut. Das ist so der ziemlich elegante Fuß von so einer Kelchstütze. Und ihr seht da jetzt gerade an der Stelle so eine gewisse Farbabstufung. Und das ist deshalb, liegt daran, weil die Kelchstütze in zwei Teilen gebaut wird. Das hellere untere Teil ist älter, das wurde zuerst gebaut. Und dann wurde der ganze restliche Aufsatz mit dem restlichen Fuß, aber das alles obendrauf, wurde dann später in einem Rutsch noch obendrauf betoniert. Und dann, ihr Lieben, haben wir da einen sogenannten Randkelch stehen. Der ist auch kreisrund, hat einen Fuß, hat ein Lichtauge, aber im Gegensatz zum Regelkelch ist er nicht rund,
sondern er geht in die Außenwand über. Also er hat ein Teil der Außenwand, er bildet ein Teil der Außenwand. Das sieht man hier unten vielleicht ganz gut. Das ist auch so ein Kamerad. Ne? Ihr seht die Kelchstütze. Und anstatt dass der Radius hier voll durchgeht, endet das hier an der Außenmauer. Und mit der Kelchstütze wird dann tatsächlich auch die Außenmauer mit betoniert. Das ist also ein zusammenhängendes Betonteil. Und dann gibt es noch die sogenannten Restkelche, die ich liebevoll Fake-Kelchstütze nenne. Die sind nicht nur der Optik wegen da, sondern auch wegen der Statik. Die haben aber keinen Fuß und kein Lichtauge und bilden hier quasi immer nur so die Abrundung, ja, zur Außenwand. Und diese drei Sorten wechseln sich in jeder Reihe immer ab. Hier ist der Restkelch außen, hier ist der Randkelch außen, gefolgt vom Regelkelch, gefolgt vom Restkelch. Und so in der nächsten Reihe Randkelch, Vollkelch, Restkelch, so wechseln wir hier immer durch, immer weiter im Zufort. So, und zwischen den Kelchstützen, da seht ihr jetzt noch Lücken. Das liegt daran, Beton hat beim Trocknen so die Eigenschaft, sich noch zu verformen. Nennt sich Kriechen und Schwinden, dieser Prozess. Und wenn man jetzt hier gleich das Dach vollständig zubetonieren würde, Kelchstütze an Kelchstütze, würde durch die Verformung des trocknenden Betons Spannung reinkommen. Und Spannung ist nur im Fernsehen gut, bei einem Krimi. Aber bei einem Betonbauteil sind Spannungen gleich Risse. Und das Klumps soll halt mal 100 Jahre heben. Ja? Also da kann man jetzt nicht schon irgendwelche potenziellen Risse rein betonieren. Also ist das mit den Kelchstützen so ähnlich wie mit Wein. Die reifen erstmal eine ganze Weile vor sich hin. Und wenn sie dann reif sind, dann werden sie verbunden. Dann wird hier von... Ja, also ganz unter uns hier haben wir also jetzt die Lücke mit dem hier noch fehlenden Restkelch. Und dass hier mittendrin so eine Lücke ist, das liegt daran, dass eben bis hier vor ja oder so noch ein Fußgängersteg verlief. Ja, und wenn wir jetzt weiter in den Norden schauen, dann ist da noch Licht zu später Stunde. So, dann schauen wir doch mal, wer da noch arbeitet. Ja, und das ist einer der Galeriekelche zu den VIP-Logen. Hier eben Übergang in die Bahnhof, in den Bonatzbau. Da werden dann dahinter später die DB-Logen sein, die VIP-Logen. Hier für den Übergang hat man sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Hier wollte man eigentlich Lichtaugen machen, ja, so dass da Tageslicht reinfällt. Das hat man jetzt aus verschiedenen Gründen wieder verworfen. Es ging nicht, however. Gibt da unterschiedliche Theorien, die ich da gehört habe. Manche machen mehr Sinn, manche machen weniger Sinn. Und wenn ich es nicht weiß, sage ich, wie es ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt seht ihr diese komischen runden Dinger da drin. Das sind keine Kochtöpfe. Nein, das sind jetzt Lampentöpfe. Nachdem das mit dem echten Licht nicht geht, mit dem Naturtageslicht, weicht man jetzt hier auf ja, Lampen aus, die dann Fake-Tageslicht, Lichtaugen bilden. Ne? Muss ja alles hier seine Richtigkeit haben. Also, blicken wir mal weiter in den Norden.
Hier möchte ich euch jetzt aber vorher noch kurz was zeigen. Die Bahnhofshalle, die ist seitlich hier so geöffnet. Und zwar hier im Bereich des, der alten Bahnhofshalle, so ganz grob gesagt, ist sie das so, ich nenne das immer arkadenartig geöffnet, mit so Bögelchen. Da hat man dann die, den Randkelch, in den Randkelch quasi nochmal zwei Füße betoniert. Also zuerst zwei, hat man also hat die Kelchstütze drei Füße. Zwei, die hier eben auf dem Rand der Baugrube stehen, sage ich mal, auf den Rest der Außenmauer, und ein Fuß, der tatsächlich unten in der Halle steht. Und auf diesen drei Füßen hat man dann den sogenannten Galeriekelch konstruiert. Und jetzt sehen wir da hinten The Last One, die letzte Kelchstütze. Das wird sie werden. Das wird die allerletzte Kelchstütze werden. Eine vom Typ, genau, Randkelch. Das wird dann in circa 3 Monaten anstehen. Und am Wochenende haben wir ja hier den letzten Regelkelch, den letzten Kreisrunden betoniert. Die Sorte ist durch und die anderen zwei Sorten auch so gut wie. Da hinten brennt noch Licht. Auch hier wird noch gearbeitet, aber diese Kollegen, die sind abgetaucht. Ja, da arbeitet noch jemand. Ich bin mir ziemlich sicher. Und dann seht ihr hier wieder das Geländer, so eine Kreis, so eine Bogen machen. Das ist jetzt das andere Ende der Bahnhofshalle. Da ist jetzt die Bahnhofshalle von da hinten gesehen zu Ende. Ne? So, ja. Können wir mal den Blick in der gesamten Halle entlang schweifen lassen. So, von hier bis nach da. Da ist das andere Ende. So, und wir gehen jetzt ins Dunkel der Nacht. Und ihr werdet erstaunt sein, wenn wir jetzt ins vermeintlich Dunkle gehen, gehen wir ins Licht. Ja, wir treffen uns gleich wieder da hinten. Das ist der Bauabschnitt 1, da wo jetzt das Licht leuchtet, da wo diese blauen Container sind und dieser seltsame Betonklotz rumsteht. Und ja, ich würde sagen, auf geht's! Schön, dass ihr mich hierher begleitet habt zum Bauabschnitt 1, dem Beginn der oberirdischen S21 Bahnhofsbaustelle. Hier sind wir auch schon längst fertig mit den Bauarbeiten. Der Betonklotz in der Mitte ist ein sogenanntes Schwall- und Entrauchungsbauwerk. Was das tut, was das ist, spielt jetzt überhaupt keine Rolle, weil, jetzt spoilere ich mal, das Video wird so enden, wie es beginnt, mit einem Schwall- und Entrauchungsbauwerk. Und wir werden dann erst am Ende des Videos das südliche Entrauchungsbauwerk nutzen, um uns mal kurz mit dem Zweck und Funktion eines solchen Bauwerks auseinanderzusetzen. Ich möchte euch nur noch mal kurz auf die Wand der Baugrube hinweisen. Da ist so eine massive Betonwand.
Und für alle, die das Projekt nicht so gut kennen, früher ging es hier mal richtig in die Tiefe und hinter dieser Wand begann der bergmännische Tunnelbau. Ja? Also das ist, ab hier wurden die Tunnelröhren in den Berg gegraben. Bergmännische Bauweise heißt weder Maulwurf, einfach gerade in die Erde buddeln und dann noch ein bisschen Beton reinschmieren und dann ist es fertig. It's so easy, Freunde. Im Gegensatz zur offenen Bauweise, das ist was ganz Kompliziertes. Und wenn ich es nicht vergesse, erkläre ich es euch heute noch. Und wenn ich mein ganzes schreckliches Reimtalent zusammennehme, kriegen wir das heute vielleicht sogar anlässlich des Fastnachtsdienstags in gereimter Form hin. Oh, ich reime noch. Oh je. Ihr Lieben, dieses schicke Gebäude ist euch bestimmt schon mal aufgefallen. Es kennzeichnet hier die Grenze zwischen dem Bauabschnitt 2 und 3. Und ja, es gibt bautechnisch hier gar nicht mehr viel zu erzählen. Die Bautätigkeiten hier, das war der Tunnelbau, die sind längst abgeschlossen. Deshalb widmen wir uns jetzt mal lieber erfreulicheren Dingen, wie zum Beispiel der inzwischen fast im Rohbau fertiggestellten Bahnhofshalle. Da drüben. Ja, Lieben, hier jetzt haben wir die Baustelle für das neue Versorgungsgebäude. Ich nenne es jetzt mal nicht Technikgebäude. Hintergrund, das trifft sich gut. Hintergrund ist der Bonatzbau. Jawohl, jawohl. In Zukunft werden wir ja im Bonatzbau quasi auf Erdgeschossebene hineingehen in das Gebäude. Früher jedoch ist man ja im ersten OG zu den Zügen gegangen. Ja? Und das Erdgeschoss, wo wir jetzt in Zukunft durchlaufen, das war hier mit Räumen für die Ver- und Entsorgung des Bahnhofs und Strom und Licht und Klima und weiß der Teufel was. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt aber in Zukunft durch das Erdgeschoss laufen wollen, muss das, was da drin ist, raus, sprichwörtlich. Und das heißt, diese Räume werden hier unterirdisch gebaut. Na, da wird also, wir haben ja hier nebenan schon das Technikgebäude gebaut, die allererste Baustelle von S21. Und gleicher Art und Weise wird jetzt hier nochmal so ein unterirdisches Gebäude nebengesetzt. Ja. Was dann eben diese Ver- und Entsorgungsräume aus dem Bahnhof aufnimmt, damit wir in Zukunft bequem ebenerdig in den Bahnhof laufen können. Ist es nicht toll? Auf jeden Fall, it's so easy. Ja, und das Bohrgerät legt sich einen Kübel zu. Ihr seht, das Ding ist unten offen und ja, und dieser Kübel, den verwendet man immer dann, wenn der Boden nicht bindend ist. Ja, also wenn der Boden normalerweise trocken und sandig ist, dann kann man ihn mit der Schnecke raus befördern. Aber wenn dann der Untergrund schlammig wird, dann rutscht eben der Dreck schlichtwegs von der Schnecke, ohne dass er jemals das Tageslicht erblickt. Und deswegen gibt es diesen Kübel. Da kann man bohren, bis der Kübel voll ist. Dann macht man den Deckel zu
und kann den ganzen Schmodder rausheben. Ganz geschmeidig. Jetzt noch mal zurück. Ihr seht, jetzt hat man wieder zurückgewechselt auf die Schnecke. Und das sogenannte Hüllrohr, dieses äußere Stahlrohr, das sorgt eben jetzt dafür, dass das Bohrloch nicht gleich wieder in sich zusammenfällt, wie man die Erde raus. Schneckt und wird dann dementsprechend mit dem Fortschritt des Loches immer weiter in den Boden gedrückt. Offensichtlich wird jetzt gerade ein neues Bohrloch angesetzt. Ja, und ihr seht auch, ich sage es immer wieder, auch bei sowas eher groben wie einem Bohrpfahl ist tatsächlich genaues Arbeiten angesagt. Millimeterarbeit sozusagen. Nach einmal Schnecke kommt zweimal Schnecke. Thank you.
Also, der Kollege muss noch mal messen. Das ist ganz, ganz präzise korrigiert werden. Ein paar Zentimeter, wenn nicht Millimeter. Ich will jetzt ja nicht lügen, ich weiß es nicht, aber ich würde mal behaupten, es sind minimale Korrekturbewegungen. Ja, und ihr seht, es geht ums Eck. Ja? Hier haben wir also jetzt die Ecke der Baugrube für das künftige Versorgungsgebäude erreicht. Ja, jetzt wollte ich mal einen ganz verwegenen Blick wagen darüber in den BA9, wo die Kollegen an der Armierung des Übergangs der Bahnhofshalle zur sogenannten Brillenwand arbeiten. Das sind Brillenwandkelche bzw. deren Schwindgassen. Das kann ich jetzt von hier oben schlecht erkennen. Ja, ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt. Und deshalb gehen wir mal weiter. Ja, jetzt erreichen wir auch schon den Bauabschnitt 9. Hier ist das Ende oder der Anfang. Ich entscheide mich für den Anfang, der Beginn der Bahnhofshalle. Bis jetzt haben wir uns nur Zulauftunnel angeschaut, solche in offener Bauweise. Ich dichte noch immer, weil dichter werde ich heute, glaube ich, nicht mehr. Aber schauen wir mal. Ja, und hier ist die Bahnhofshalle an ihrer Innenseite halbrund, so abgerundet. Also in zwei Dimensionen, also einmal die Außenwand halbrund und zum anderen aber auch quasi der Deckenabschluss innen gebogen. Und das kann man jetzt hier, glaube ich, inzwischen ganz gut erkennen. In meinem letzten Video hat man hier gerade die Schalung aufpoliert vor 14 Tagen und jetzt liegt doch schon die ein oder andere Stange Armierungsstahl drinnen. Und was wir da hinten sehen, das ist dann wiederum eine Schwindgasse. Wir sehen hier eben den bereits betonierten Teil des Dachs einer Kelchstütze. Und dann, ja nicht ganz so, wo ist sie denn? Hier ist dann nochmal eine Kelchstütze. Und ich meine, ich hätte es oben auf dem Turm ja schon mal erklärt, man betoniert die Dinger nicht fest zusammen, weil Beton sich beim Trocknen nochmal verformen kann. Und deshalb lässt man die Kelchstützen erst eine ganze Weile trocknen, weil sonst gäbe es Spannungen. Und dann wird eben die Lücke nochmal separat ausbetoniert und das schimpft sich dann Schwindgasse. Weil diese Eigenschaft vom Beton sich zu verformen beim Trocknen heißt kriechen und schwinden.
That's it. Mensch, was machen denn die da oben? Feiern die eine Party? Voll Haus. Ja, dann haben wir jetzt vor uns schon den Bauabschnitt 10. Da irgendwo, wo wir am Wochenende ja den letzten Vollkelch betoniert haben, also die letzte normal runde Kelchstütze. Und dann, ihr Lieben, ist hier die letzte. Das da wird die letzte, allerletzte Kelchstütze sein, die wir betonieren. In circa 3 Monaten soll es soweit sein. Ja, und dann ist hier noch irgendwo der BA11 mit einer kleinen Besonderheit. Die treuen Zuschauer wissen es, da ist dann der künftige Nordausgang im sogenannten Sonderkelch. Und der ist besonders, weil durch ihn eine Rolltreppe und ein Aufzug geht. Kann ich euch natürlich wie immer einmal einblenden. Stadtbahntunnelbaustelle neigen sich die Arbeiten also jetzt auch endgültig dem Ende zu. Die letzte Schicht Beton glänzt da unten und bevor jetzt noch ganz mit Erde verfüllt wird, müssen natürlich die sogenannten Steifen hier alle raus und der Kollege hier, der meißelt kräftig, um eben hier die seitlichen Stahlträger frei zu bekommen. Und eifrig nachtut es der Kollege hier. Ja, da gibt es noch mal eine, das sind die sogenannten Steifen, die hier rauskommen. Lustigerweise haben wir im Herbst, habe ich zugeschaut, wie die, ich glaube gerade die hier, die vorletzte eingebaut wurde. Und jetzt bin ich wieder da, wenn sie wieder rauskommen. Ist es nicht toll?
haben wir noch mal ein Stück. So, Leinen los. Dort jemand den Aufzugsknopf gedrückt. Jetzt muss erstmal wieder der Personenkorb angeschlagen werden. Ja, voll bepackt mit schönen Sachen geht's hinein ins Arbeitsfeeling. In der Tüte ist bestimmtes Festbar. Sind es auch nur ein paar langweilige Schläuche, aber das Festbar ist bestimmt unter den Schläuchen. Das ist doch kein Festbar. Sieht mir irgendwie nach hydraulischem Stempel aus. Tunnelvortriebstechnik ist hier am Start. Meine Güte. Ja, Lieben, und Tunnelvortriebstechnik ist ja ein hervorragendes Stichwort. Tunnel in offener Bauweise wird hier gebaut. Ein Tunnel in offener Bauweise. Und jetzt, ihr Lieben,
Fastnachtstusch. Da, 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 kommt mein Spruch. Buddelt der Jeck eine Grube, dann kommt gleich der Betonbube, betoniert einen Tull, dann kommt der Fischer und macht das Loch wieder sicher. Okay, gibt's jetzt so, das ist jetzt nie so übermäßig gut gereimt, aber so schnelle. Ansonsten, an allen anderen Tagen, sage ich ja immer, der Tunnelbau in offener Bauweise besteht aus drei Schritten. Erstens Loch buddeln, zweitens Tunnel betonieren, drittens Loch zubuddeln. It's so easy, Freunde. Klappe die zweite. Schaut mal, da ist das Ende des Trägers. Schaut mal. Das sieht doch jetzt ganz schön nackig aus hier, aber so ist es halt, der Fortschritt. Und Fortschritt heißt auch, wir gehen weiter. Und hier beim BA 19, 20 respektive 21 ist die Firma Höscher damit beschäftigt, der nächsten Rohrbrücke den Garaus zu machen. Werden alle nicht mehr benötigt. Das Grundwassermanagement ist am Ende.
sozusagen noch kurz fürs Protokoll das Ende der Bahnhofshalle. Hier haben wir jetzt das andere Ende erreicht und ihr seht jetzt hier außen halbrund, aber dann hier mit zur Decke hin im rechten Winkel abgeschlossen. Rüber zum BA21, der alte Fußweg ist noch zu erahnen, aber die ganze Zugangsrampe etc. liegt sprichwörtlich in Trümmern. Und dann, wie gesagt, hier die Firma Hölscher in Essen. Und mehr gibt es an der Stelle auch gar nicht zu sehen. Hier im BA21 gibt es nichts Neues. Auch nicht, wenn wir von der anderen Seite schauen. Und das Thema ist ja hier als nächstes die Fluchtwege, / Notausgänge. Ja, noch mal kurz aus gewohnter Höhenlage. Und dann können wir uns ja hier mal zusammen die Pläne anschauen. Da sehen wir dann also, wie dann hier später mal die Notausgänge von jedem Bahnsteigende abgehen, hier rüberlaufen in dem BA21. Und einer davon, der ist besonders, den sehen wir da unten, und der geht rüber in die Haltestelle Staatsgalerie. Und dann können wir uns das Ganze auch noch im Querschnitt anschauen. Und dann gehen wir doch mal schnell weiter. Hier im BA23 ging es jetzt ganz schnell mit dem Rückbau der restlichen Teile der Haltestelle Staatsgalerie. Ja, hier wird fleißig Beton gesägt mit diesem schicken Apparat. Eine Hilti.
Ja, Lieben, vor uns nun also der World Famous BA23 und er verschmilzt immer mehr mit der Baustelle für die Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platzes, weil da eine Tunnelröhre hier einmal, jawohl, jawohl, stockvoll über den BA23 läuft. Von da hinten, da. Genau. Und mehr gibt es denn da jetzt wohl auch gar nicht groß zu sagen und zu sehen. Das da ist übrigens das südliche Schwall- und Entrauchungsbauwerk, jawohl, merken wir uns. Es wird noch wichtig. Na, was heißt wichtig? Da wollen wir unser Video enden. Also von dem her, ja, nicht ganz unwichtig. Gebhard-Müller-Platzes, weil da eine Tunnelröhre hier einmal, jawohl, jawohl, stockvoll über den BA23 läuft. Von da hinten, da. Genau. Und mehr gibt es denn da jetzt wohl auch gar nicht groß zu sagen und zu sehen. Das da ist übrigens das südliche Schwall- und Entrauchungsbauwerk, jawohl, merken wir uns. Es wird noch wichtig. Na, was heißt wichtig? Da wollen wir unser Video enden. Also von dem her, ja, nicht ganz unwichtig. Hier oben auf dem Portal der Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platzes, schweres Wort, wurde jetzt hier schon der Oberflächenbetrag, Belag abgetragen, meine Güte. Leute, was ist auch los? Und ich habe es in meinem letzten Video ja schon gesagt, dieses Stück Tunnel muss auch neu gebaut werden, weil das Portal vorne muss weg, dieses schöne, geschwungene Etwas. Schauen wir uns gleich von der anderen Seite nochmal an, aber eigentlich ganz logisch. Wenn das Ding verlängert wird, braucht man hier einen sauberen Ansatz und deshalb wird hier ein Block neu gegossen, gebaut, geformt, was ihr immer jetzt dazu sagen wollt. So, ihr Lieben, ich bin wieder hier auf meiner Osterinsel. So nenne ich diese Filmposition jetzt. Gucken wir einmal von der Osterinsel rückwärtig in den BA23. Sehen wir auch nicht viel mehr. So, und keine Ahnung, ob das jetzt neu ist, aber hinter dieser Schalung verbirgt sich dann der SSB-Tunnel. Das letzte, allerletzte Stück. Und weil hier jetzt noch irgendwas aufbetoniert wird, kann man hier wohl jetzt tatsächlich vom letzten Stück sprechen, weil das unterscheidet dieses Stück vom Stück beim Katharinenstift. Ne? It's so easy. Und können dann hier noch mal rüberblicken zur Baustelle Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz. Ist gerade ein bisschen viel Verkehr. Ja, da hätten wir auch von hier nicht viel mehr gesehen. Das beruhigt mich jetzt irgendwie. Ja,
Ja, und das jetzt noch ganz schnell, was ich gerade gemeint habe. Hier, das ist das Portal, das ist so geschwungen, dass da kein gerader Anschluss dran passt. Das ist ja wohl logisch. Und deswegen muss das Portal abgebrochen und neu gebaut werden und dann ein sogenannter neuer Block angesetzt werden. Und von da bauen wir dann Block für Block weiter, 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 bis irgendwo ganz da hinten hinter dem Bagger, da, naja, bis kurz vor dem Steg, ne? Ja, Lieben, hier jetzt haben wir die Baustelle für den einzigen Autotunnel, der von der Deutschen Bahn gebaut wird. Man kann es auch einfach die Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platzes nennen. Ja, jedes Mal dieselbe Geschichte, jedes Mal ein anderes Ende vielleicht. Kommt mir immer ein bisschen blöd vor, wenn ich immer dasselbe erzähle, aber ich hoffe ja, dass es in jedem unserer Videos mindestens eine Person gibt, die uns noch nicht kennen oder nichts von Stuttgart 21 wissen. Und das ist übrigens auch ein Auftrag an euch. Kennt ihr jemanden, der uns nicht kennt, dann zwingt diese Person, S21 BauTV anzuschauen. Helft ihr, den Abo-Button zu drücken, ja? Und einfache körperliche Gewalt ist natürlich erlaubt, nicht erlaubt. Was sage ich denn? Ja, ja. Ja, Lieben, hier wollte ich euch noch mal zeigen, was an diesem Bauabschnitt das beherrschende Thema ist, nämlich der Verkehr. Naja, fast genauer gesagt, der Verkehr am Gebhard-Müller-Platz. Und wer jetzt Fragezeichen vor Augen hat, wo denn im Gottes Namen der Gebhard-Müller-Platz ist, das da vorne ist er. Ja, diese Kreuzung, verkehrsumtoste Kreuzung, das ist der Gebhard-Müller-Platz. Der Herr Müller war mal ein Ministerpräsident von Baden-Württemberg und entgegen der Behauptung gewisser YouTuber im letzten Jahr war er natürlich nicht der Ministerpräsident von Stuttgart. I'm so sorry, da sind mir ein paar Sachen durcheinander gekommen, sondern eben von Baden-Württemberg. Und wenn man den Herrn Müller so gemocht hat, hat man ihm diesen wunderschönen Platz mitten im Herzen der Stadt gewidmet. Ja? Da gibt es sogar ein Bäumchen, meine ich zu erkennen. Der Platz hier oder diese Straße hier hat aber noch eine kleine Herausforderung.
Und die liegt darin, dass wir hier eben Stadt- und Fernverkehr haben, überregionalen und regionalen Verkehr. Der überregionale Verkehr, das ist die B14. Das sind die Fahrspuren, die wir jetzt im Bild sehen, im Vordergrund. Wollen wir mal ein bisschen auszoomen, da wo der LKW fährt. Und dann seitlich kommt hier auf dieser einen Fahrspur der Stadtverkehr, der quasi Regionalverkehr, der eben über die Kreuzung fährt. Und die B14 hat man dann eben irgendwann mit dieser wunderbaren Unterfahrung unter dem Gebhard-Müller-Platz durchgelegt. Und nun bauen wir ja hier einen Bahnhof. Das habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen. Und wenn ich jetzt hier ganz sachte weiterdrehe, dann wird in Zukunft da irgendetwa da drüben, dann wird etwa da drüben der spätere Südausgang des Bahnhofs sein. Also quasi hinter dem Aufzug der U-Bahn. Also haben sich schlaue Planer gefragt, was passiert eigentlich, wenn jemand zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus diesem Ausgang rausgeht. Dann läuft er hier ebenerdig rüber vom Bahnhof weiter und dann steht er hier vor der ersten Fahrspur. Da kann er noch drüber gehen, das ist nicht so schwierig. Und dann aber spätestens hier wird es dann kompliziert, weil hier eben, jawohl, der große Schlund beginnt. Ja? Wie soll ein Fußgänger da rüberkommen? Also wir merken uns, eine Möglichkeit wäre mit Blaulicht und Martinshorn. Na, das macht hier, lässt den Verkehr kurz innehalten, hat aber so ein Fußgänger nicht. Und dann hat man sich überlegt, sich ein Beispiel hier zu nehmen am sogenannten Wullesteg, auf dem ich hier stehe. Und dann hat sich gesagt, dann bauen wir doch hier nochmal sowas wie den Wullesteg, aber eben da vorne über den Schlund. Aber wie kommt man dann auf den Steg und wie ist es mit der Wartung und so weiter und so fort? Alles nicht so befriedigend. Also hat man schon recht früh in der Planung von S21 die Idee gehabt, Mensch, lass uns doch einfach diese Unterfahrung verlängern. Und dann kann man da eben oben drüber laufen. Und das hat man, da war man sogar so schlau, man hat das gleich in der Planfeststellung, in der ersten Planfeststellung, mit aufgenommen, wie so eine Verlängerung aussehen könnte, ja, wie das hier vonstatten gehen könnte. Nichtsdestotrotz wollte natürlich logischerweise die Deutsche Bahn nicht alleine dafür bezahlen, hier den Gebhard-Müller-Platz schick zu machen. Das ist ja ein Platz der Landeshauptstadt. Die Landeshauptstadt wiederum, ja, bei der saß das Geld halt auch nicht so locker. Die hat sich dann ganz schwer getan und erst letztes Jahr haben sich beide darauf geeinigt, dass man es tut, verlängert und wie man die Kosten verteilt. Und diese Kostenverteilung erfolgt im Zuge einer sogenannten Eisenbahnkreuzungsvereinbarung, weil die Deutsche Bahn ja hier ihren Eisenbahntunnel baut und sowieso da vorne, wo die Autos abtauchen, die Rampe wieder herstellen muss. Hat man also gesagt, Deutsche Bahn, the stage is yours, bitte übernimm du die Bauherrschaft für den Autotunnel. Und so haben wir hier den wahrscheinlich einzigen Autotunnel in Deutschland, der von der Deutschen Bahn gebaut wird. Ja, Lieben, dann blicken wir hier doch nochmal aus nächster Nähe in die Baugrube. Gibt es jetzt zwar auch nicht viel mehr zu sehen. Aber ja, besser als nichts, ne? Lieben,
So, jetzt erreichen wir den Bauabschnitt 25, das südliche Entrauchungsbauwerk. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr, das ist jetzt das Ende unseres Videos. Und jetzt erkläre ich euch noch ganz kurz, was ein Entrauchungs- und Schwallbauwerk macht. Erstens ist es ja so, sobald ein Zug in die Bahnhofshalle einfährt, schiebt er ja durch den Tunnel so ein gewisses Luftpolster vor sich her. Das würde dann ja wiederum in der Bahnhofshalle zu einem Windstoß führen, ja? Zu einem Luftschwall. Und damit es da dann nicht zieht, sondern nur ein Zug fährt, wird der Luftschwall hier nach draußen abgeleitet. Das Zweite, das ist dann die Funktion als Entrauchungsbauwerk. Sollte es, was wir ja nicht hoffen, im Bahnhof einmal brennen, dann, ihr Lieben, wird von hier Luft in die Bahnhofshalle geblasen und vom Entrauchungsbauwerk am Anfang des Videos, von beiden Enden. Das dient dazu, um die Fluchtwege möglichst lang rauchfrei zu halten. Ja, das hat man sich so ausgedacht und simuliert. Und Projektkritiker werden ja dann euch immer erzählen, dass es keine Simulation eines Zugbrandes im Tunnel gibt. Das ist korrekt, die gibt es nicht, weil das ist nicht vorgeschrieben, das ist nicht üblich. Ja, das wird bei keinem Eisenbahntunnel gemacht. Aber im Gegensatz zu allen anderen Eisenbahntunneln ist bei S21 nicht vorgesehen, dass ein brennender Zug im Tunnel hält. Ja, also es ist eigentlich bei keinem Eisenbahntunnel vorgesehen, aber hier ist es ja dann noch mal ein Stückchen anders. Wir sind ja hier mit unserem Tunnel nicht irgendwo in der freien Landschaft. Und auch wenn die Gegner immer erzählen von 60 Kilometer Tunnel, dann sind das ja 60 Kilometer in zwei Röhren. Dann ziehen wir eine Röhre ab, dann sind es 30 Kilometer, aber es sind ja auch nicht 30 Kilometer am Stück. Nee, das längste ist dann wohl hier der Filtertunnel mit circa 10 Kilometer. Ja? Also es gibt ja im Verkauf das Prinzip der Funny Money, ne? Zahlen zum Beispiel klein zu machen, ja? Oder nur so viel wie ein Cappuccino oder im Monat, sowas. Ne? Und so ähnlich werden hier die Zahlen ein bisschen monströs gemacht, um da ein bisschen Angst zu schüren. Aber Fakt ist, ein brennender Zug soll in die Bahnhofshalle fahren und die ist nun mal hier mitten in der Stadt, wo die Stuttgarter Feuerwehr in Minuten am Brandort wäre. Ja? Und dann ist es aber halt eben entscheidend, wenn dann tatsächlich ein Zug brennen würde in der Bahnhofshalle, es raucht, ja? Dass die Leute noch genügend Zeit haben, durch die Notausgänge ins Freie zu gehen. Und um das zu erreichen, wird eben der Rauch mit Überdruck Luft in die Bahnhofshalle geblasen. Und dieser Überdruck drückt den Rauch zu den Lichtaugen des Bahnhofsdachs ins Freie, die dann wie ein Kamin funktionieren. Eigentlich eine ziemlich clevere Geschichte, nicht wahr? So, und mit diesem herrlich blauen Himmel verabschiede ich mich von euch hier im BA25. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich über eure Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch meine Dichtkunst gefallen hat. Und wenn ihr meint, ich war noch nicht dicht genug, dann könnt ihr mir auch ein Cappuccino spendieren. Vielleicht werde ich dann kreativer, aber ich will mich nicht beklagen. Heute ist es wirklich, wirklich super mild, super angenehm. Das hat sich gelohnt, heute rauszugehen. Labarababa. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, abonnieren, Fragen, Kritik, Wünsche, Anregungen, alles in die Kommentare und ciao. Ja, Lieben, und weil es so mild ist, so super mild und mir gerade noch ein Wanderlied auf den Lippen lag, habe ich mir gedacht, gehen wir mal noch auf die Rückseite des Entrauchungsbauwerks, schauen uns diesen schönen Kran an und genießen den Schatten. Nein, vielmehr waren es die ganzen Kästle hier, die meine Aufmerksamkeit geweckt haben. So,
So, und jetzt die ominösen Kästle nochmal von vorne. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das vielleicht Fertigteile für Lüftungsschächte sind. Aber wo ein Kästle ist, da fühle ich mich wohl. Ah.